Das Geschäft in der Nebelwelt. Es ist einer dieser Orte, bei denen man von Anfang an weiß, dass sie nicht real sein können. Ein Ort, den man nur im Traum besuchen kann. Das Erste, was einem auffällt, wenn man aus der altmodischen Straßenbahn steigt, sind die dicken Nebelschwaden, die durch die Straßen und Gassen kriechen. Passend dazu flackern die Straßenlaternen unruhig vor sich hin. Das einzige Gebäude, das du gut erblicken kannst, hat ab dem zweiten Stock vernagelte Fenster. Die Straßenbahnschienen schlängeln sich wie Sehnen in einer dieser alten anatomischen Zeichnungen ins Unsichtbare. In dem Moment, in dem man aus der Straßenbahn aussteigt, schlingert sie vorwärts und fährt davon. Und augenblicklich wird einem bewusst, dass man sie nicht mehr einholen kann. Nicht mehr einholen soll. Wie alles, was sich außerhalb eines Radius von vielleicht 3, 4 Metern befindet, ist sie in diesem alles verschlingenden Nebel verschwunden. Das Erste, was dir klar wird, während du dort stehst, ganz allein, ohne etwas bei dir zu haben und ohne einen Laut in der Welt, ist, dass du hier nicht sicher bist. Diese Straße wurde nicht für die Sicherheit entworfen, weder für deine noch für die eines anderen. In jedem Augenblick schaust du hinter dich. Schaust hinter jede Ecke, beschäftigt mit einem Gefühl des Schreckens, das die langen Reihen der endlosen Gebäude durchdringt. Der Laden liegt ein paar Dutzend Meter weiter, aber wenn man nicht aufpasst, geht man wahrscheinlich daran vorbei. Ein bescheidenes Geschäft mit einer Glastür und Holzvertäfelung. Natürlich hat die Tür Löcher und das Holz ist verrottet, unvermeidlich, wenn man das ständig feuchte Klima bedenkt. Sie ist in alle Richtungen verzogen und verzerrt, als würde der ständige Nebel sie einerseits aufweichen und andererseits verschrumpeln lassen. Die Fenster sind ebenso staubig wie die Tür. Eine Art feuchter Staub, dessen dicke Schichten an manchen Stellen von Handabdrücken, die sich kreuz und quer über das Glas ziehen, unterbrochen werden. In einer Ecke wird in fetten Lettern ein spektakulärer Rabatt angepriesen. Natürlich ist der Rabatt schon längst abgelaufen. Du blickst hinein und kannst kaum etwas erkennen, nur eine Öffnung am Ende des Raumes, die in eine Art Hintergasse führt. Du blinzelst ein paar Mal und deine Augen scheinen sich langsam an die Dunkelheit zu gewöhnen. Im Laden selbst erkennst du eine Reihe von Stühlen, sonst scheint es von außen betrachtet nur ein unbeleuchteter großer Raum ohne Gänge zu sein. Auch wenn dies einst ein florierendes Geschäft gewesen sein mochte, so findet nun der einzige Handel zwischen Ratten und Holzwürmern statt, die in den bröckelnden Balken um jede noch so kleine Portion Nahrung feilschen und handeln. Auf der Straße zeugen nur die flackernden Laternen von halbwegs intakten Stromleitungen. Doch im Laden scheint alles dunkel zu sein, bis auf ein rechteckiges Licht im hinteren Teil des Raumes, das unheilvoll seinen Schein auf ein paar verstreute Gegenstände wirft, die im unmittelbaren Dunstkreis des Lichtkegels liegen. Du lehnst dich weiter vor und blinzelst erneut. Eine weggeworfene Zeitschrift mit abgerissenem Einband, ein Schnuller und eine Packung Nikotinkaugummi, auf die unzählige Schuhe getreten sind, erinnern an die Menschen, die hier einst ein- und ausgegangen sind. Zu deiner Linken kannst du gerade noch den Kassentresen ausmachen. Er wird von einer riesigen Registrierkasse gekrönt, einer analogen, die rein mechanisch funktioniert. Ansonsten ist es still im Laden und die unendliche Dämmerung hinter dir ist noch stiller. Eine undefinierbare Zeitspanne stehst du einfach nur so da, lässt alles auf dich wirken und auf einmal wird dir gewahr, wie real sich das Ganze anfühlt. Normalerweise bist du im Schlaf eine körperlose Form, ein Skeptiker, der die Szenerie stets hinterfragt. Aber heute Nacht hat dich dein Abenteuer an einen Ort gebracht, der so detailliert, authentisch und unverwechselbar ist, dass du an der Fähigkeit deines Verstandes zweifelst, all dies aus dem Nichts erschaffen zu haben. Du kannst das Alter dieses Ortes riechen, reibst dir die Nase am Glas und spürst den Wasserdunst des Nebels, lauschst der alles verzehrenden Stille und zweifelst nicht ein einziges Mal an ihrer Authentizität. Deine Träumerei wird durch das Auftauchen einer dunklen Gestalt aus dem Hintereingang unterbrochen. Zuerst ist sie nur ein verschwommener, dunkler Fleck am äußersten Rand deines Blickfeldes
und du tust es als Einbildung ab. Doch nur Sekunden später taucht die Gestalt wieder auf und scheint ängstlich um die Ecke zu schauen. Du erkennst sie kaum durch das Gerümpel in dem Laden. Das flackernde Licht ist auch nicht wirklich hilfreich. Dein Herz schlägt schneller, aber du bist nicht in der Lage, dich zu bewegen, geschweige denn zu rennen. Du bist wie gelähmt von der Gestalt, die langsam in das Gebäude geht und unnatürlich hin und her zuckt. Die Gestalt bewegt sich durch den Laden, als würde sie ihn kennen, obwohl es schwer ist, dies mit Sicherheit zu sagen, da ihre Bewegungen völlig widernatürlich sind. Abgehackt und irgendwie steif schlängelt sie sich ziellos durch die Trümmer, hält hin und wieder inne, um sich zu bücken und irgendetwas Unidentifizierbares auf dem Boden zu untersuchen. Immer weiter schlängelt sich das Wesen durch die maroden Gänge des Geschäfts, während die dicken Scheiben keinen Ton nach außen dringen lassen. Du drückst dein Gesicht näher heran und die Gestalt wird klarer. Es ist eine hochgewachsene, androgyne Gestalt. Doch scheint ihre Form nicht wirklich etwas Definierbares oder Endgültiges zu sein, obwohl man so etwas wie Arme und Beine ausmachen kann. Im nächsten Moment verändert sich ihre Körperform dann wieder. Es ist fließend und doch beständig, konstant und alt, doch auch noch nie dagewesen. Es war schon an vielen Orten, die diesem hier ähnlich sind, und kommt in regelmäßigen Abständen hier vorbei. Im Gegensatz zu dir ist es mit seinem Lebensraum vertraut. Nach einigen Augenblicken lehnt es sich ruckartig an das Fenster und du bleibst wie angewurzelt stehen, unfähig den Blick abzuwenden. Es versucht dir sein Gesicht zu zeigen, seine wahre Gestalt, aber die Fenster sind viel zu staubig, der Nebel zu dicht und die Straße hinter dir viel zu dunkel, um klar sehen zu können. Die Kontur der Gestalt ist nur eine Idee, ein Grundbaustein jeglicher Form. Es bewegt sich weiter. Aus der Masse entsteht ein Glied, eine alte und verrottete Fleischmasse mit so etwas wie Fingern am Ende. Diese drücken sich zielgerichtet einzeln gegen das Fenster. Die Gestalt scheint zu lächeln, obwohl man dies natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann. Es scheint ein empfindungsfähiges Wesen mit einem Bewusstsein zu sein, das einem Motiv folgt. Und genau das ist es, was dich stört. Dass es einen Plan hat, dass es Entscheidungen treffen und Probleme lösen kann, was jedoch in seinem jetzigen körperlichen Zustand schwer zu akzeptieren ist. Es hält seine Finger gegen das staubige Glas und ballt auf einmal eine Faust. Du rutschst auf dem feuchten Bürgersteig nach hinten, doch fängst dich noch im letzten Moment, während die Präsenz dieses Wesens dich in seinen Bann zieht. Du musst hier stehen bleiben und alles betrachten, jede noch so kleine visuelle Information in dich aufsaugen, denn dieser Moment wird sich niemals wiederholen. Jede Sekunde dieses Augenblicks ist einzigartig. Alle anderen Empfindungen nebensächlich. Es kommt immer näher und deine Sicht verschwimmt. Du legst langsam deine Hand auf das Glas und hinterlässt einen verwischten Handabdruck in der dicken Staubschicht. Das Wesen tut das Gleiche, hält seine sich ständig verändernde Extremität pantomimisch gegen die deine und schaut dich mit seinen hin- und herzuckenden Augen an. Sie sind schmal und glasig, aber durchaus empfindsam und bewusst. Unter den Falten seines alles verschlingenden Mantels kannst du Lungen beben sehen. Und plötzlich ist es weg. In der einen Sekunde ist es noch da, seine Finger neben den deinen, und dann im Bruchteil eines Augenblicks ist der Laden wieder leer, unberührt und leblos. Wieder beschleunigt sich dein Atem, der Nebel wird immer dichter und kondensiert spürbar auf deiner Haut. Du blinzelst erst einmal, dann zweimal, um den Nebel zu vertreiben, was dir nicht wirklich gelingt. Du schaust zum Haupteingang des Ladens hinüber und ziehst an der Klinke. Das Schloss ist zwar mit Rost überzogen und die Scharniere klingeln wie Nägel auf einer Tafel, doch nichtsdestotrotz lässt sich die Tür ohne jegliche Anstrengung öffnen. Du betrittst dieses Relikt des Handels, alles so, wie du es von außen erahnen konntest, aber definierter und weniger abstrakt.
Der Fußboden ist voll von altem Krimskrams, die Kasse ein Ungetüm und die Regale sind baufällig. Die Trockenbauwände lösen sich langsam in Brei auf. Dein Puls verlangsamt sich und du atmest einmal ganz langsam aus, während du auf Zehenspitzen durch die Scherben und den anderen Schrott schreitest. Auf einmal bemerkst du, dass sich die Tür hinter dir geschlossen hat. Du gehst hinüber, um sie wieder zu öffnen, aber sie gibt nicht nach. Du rüttelst an der Klinke, stößt dich dagegen, hämmerst auf sie ein und bittest und bettelst. Alles ohne Erfolg, unbeweglich wie ein Bergmassiv. Der Hintereingang, der in die Gasse hinausführte, ist verschwunden. Nur noch eine leere Wand. Das Letzte, was du siehst, bevor du den Mund weit aufreißt und schreist, ist die Straßenbahn, die aus der Dunkelheit kommt und sich wie ein Schlangenvieh über dieselben Gleise schlängelt, auf denen du hergekommen bist. Dann siehst du diese Gestalt von vorhin, diese verfluchte Gestalt auf derselben Seite sitzen, auf der du gesessen hast, und bevor sie um die Ecke biegt, scheint sie dir zuzulächeln. Du wirst den Rest deiner Ewigkeit in diesem elenden Laden verbringen und verzweifelt versuchen aufzuwachen, doch was dir, so viel sei verraten, niemals gelingen wird.